Da komme ich. Und hier entgehe ich. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da, da. Ist bestimmt hier irgendwo, hier ist der Meister davon. Ist mir halt gar nicht gemerkt. Reparieren, Experte. Nein. Plattenexperte. Ein leeres Fass. Da unten war Erd. Da ist der König. Hier ist Streitkolbenexperte. Und Konditionsexperte. Sehr nett. Wie weit hast du eigentlich deinen Streitkolben? Machen wir schnell mit jetzt. Komm, komm, was soll der Geiz? Ab. Kann sie auch gut drauf rocken. Weg da! Gelbes Fass. Geschick. Bap. Speermeister groß. Axtmeister. Gut. Dann können wir hier jetzt eigentlich raus. Verschwinde! Und mal ein bisschen verkaufen. Die besten Rüstungen! Die Waffen alle auch weg, Bis würde ich bald. sagen. Sucht ihr etwas? Was heißt, die Helme hätte ich ja noch alle verkaufen können. Ha. Die besten Rüstungen. So, das behalten wir jetzt nochmal Bis drinne, bald. können wir immer noch verkaufen. Kommt wieder. Nimmt ja nicht so viel Platz weg. Draußen ist doch auch bestimmt wieder gut Action. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Machen wir mal Federfall an. Aber trotzdem bleibt das ungünstige Gefühl, wenn man hier irgendwo runterspringt. Da ist der Stab, den nehmen wir nochmal mit. Was ist das für ein Stab? Ganz nett, aber unau. Sogar ein recht guter Stab. Gold nochmal mitnehmen. Ja. Und schauen, wie viel Proviant brauchen wir jetzt? 5 Tage. Okay, wir machen mal hier einen größeren Speicher auch wieder. Ich bringe Nachricht aus Ham und er bescheint, als hätte Mitglied der Söldnergilde es als leichte Beute vorgefunden und plündern gerade die Stadt und das Schloss. Hinder, ey, die hauen wir weg. Habt ihr euch leider ein bisschen mit dem Falschen angelegt. Das sind ja die, weil wir die Aufgabe nicht erfüllt haben und uns den Stab damals geliehen haben, oder nicht geliehen, aber genommen haben. Wahrscheinlich auch nicht so wirklich Nottat, ne? Komm hoch, ich muss hoch. Jawohl. Mal gucken, was das für Gegner hier sind, ob die stärker sind. Und vielleicht nehmen wir nochmal schnell den Feuermagiemeister mit, wenn der hier ist. Experte. Ja, so seht ihr aber auch aus, ne? Dass ihr entschärfen und stehlen könnt. Wassermagiemeister, Großmeister. Eieiei. Magisches Auge bitte mal aktivieren. Ach, das sind ja nur irgendwelche Goblins. Guck mal her. Easy. Habe ich jetzt außerdem den falschen umgehauen auch mit? Er hat nicht triggert, oder? Oder ist davon noch einer böse? Und ist noch einer böse? Woher soll man das denn wissen?
Ich werde auch zu 100% hier gleich den Falschen umhauen. Da, guck mal, der ist böse. Nice. Gold mitnehmen, den Goblin da. Oha. Hau doch nicht die gute Dame um. Der nächste. Ich glaube, wir haben gerade den Dorfbewohner angegriffen, aus Versehen. Oder? Nee. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Alles gut. Da, der ist böse. Eigentlich nur Win-Win. Wir können unsere Dorfbewohner plündern. Und ja, noch ein bisschen XP farmen. Und mussten nicht die blöden Wandteppich mitnehmen. Von irgendwo. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Sie beeindrucken mich ja auch wirklich gar nicht. So, vorne ist noch einer. Der natürlich jetzt hier den ganzen Berg hochgegangen ist. Nee, doch nicht. Ich glaube, dann haben wir alle. Mal schnell alles plündern. Gönnung. Den mitnehmen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, haben wir alle umgehauen. Sehr gut. Hey, da ist abgeschlossen. Da ist abgeschlossen, Alter. Die Stadt ist doch wieder top, tipptopp im Zustand. Oh, der kann doch wieder rauskommen. Wahrscheinlich muss man da für einen Tag einmal übernachtet haben oder so, damit man da wieder reinkommt. Die ist verschlossen. Alle verschlossen. Außer die außerhalb der Stadt, hey, ne? Da ist abgeschlossen. Komm, dann warten wir mal bis morgen und dann müsste auch eigentlich alles wieder gut sein. Die ist verschlossen. Hä, wie lange ist das denn jetzt verschlossen? Ach, im Schloss sind noch welche? Okay. So viele? Warte mal. Da gehen wir ganz anders ran. Fackellicht. Nein, nein, nein. Könnten ein bisschen was raufmachen. Zumindest seine Waffen hier. Regeneration könnten wir auch auf jeden machen. Auf sie auf jeden Fall. Sie hat jetzt ja auch ganz gut trainiert in Streitkolben. Sie natürlich auch. Sie kriegt noch Regeneration. Und Heldentum und Segen noch. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle feindlich seid. Ne? Ich habe jetzt keinen Bock, hier noch auf irgendwas zu achten. Wow. Triple Kill, würde ich mal sagen. Das Gute ist, wir haben jetzt ja auch alles wieder gefüllt hier. Die ganzen Fässer sind wieder aktiv. Nice. Nur ein Katze. War das schon alles? Alba.
Nee, Fässer habt ihr nicht gefüllt. Ist halt viel einfacher als den Wandteppich zu holen. Ich glaube, letztendlich machst du hier mehr Gold, mehr EP. Ja. Du klaust nicht deine Leute. Alles gut. Bisschen Essen? Oha. Kann man hier noch eins züppeln? Nö. Feuer könnte noch was sein? Nein. Ist auch leer. Was hatte ich für Teppich jetzt hier? Okay. Jetzt müssen wir ja garantiert noch die andere Seite plündern. Wie kommt man denn jetzt dahin? Was ist denn da jetzt noch Blaues? Gibt es hier noch Geheimtüren, von denen ich nichts weiß? Hallo? Hallo? Habt ihr meine Truhe geplündert? Das wäre jetzt ja richtig fies. Das Portal, bevor wir es vergessen. Mitnehmen, mitnehmen. Ein neuer Zauber, perfekt. Den kann ich brauchen. Damit kenne ich mich nicht aus. So, jetzt haben wir Stadtportal. Und Lähmung können wir jetzt mittlerweile heilen. Sehr, sehr nett. Soll hier nicht irgendwas liegen, laut magisches Auge? Hat sich irgendwas geöffnet? Oha. Daumen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber wie die Fliegen fallen so um, ne? Hopp, hopp, hopp. Haben sie hier was reingepackt, zumindest? Nö. Aber das könnte ich natürlich auch nochmal als, als Safe nehmen, ne? Dass ich da auch noch ein bisschen was lagern kann. Der Nächste. So, was ist hier? Leeres Fass nur. War das schon alles? Haben wir hier eigentlich jetzt wieder alles frei, denke ich mal. Müssen wir noch irgendwie die Geheimtür mal finden. Also hinten haben wir ja eine gefunden. Die haben wir, glaube ich, übers Bild geöffnet. Nur wie machen wir jetzt die anderen auf? Irgendwie machen wir sie nicht auf, ne? Gehen wir erstmal hier runter, mal gucken, was hier so los ist. Ganz schön tief runter. Nächstes Geheimtür, Schloss wird später erweitert nach der nächsten Mainquest. Ach so. Alles gut, okay. Dann werden wir noch zum richtigen König. Richtigen Kaiser werden wir noch. Aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wir kommen, haut ihn mal um jetzt. Wir leben hier viel zu lange. Gerade den Goblin Lord ist doch ein One-Hit. Ist zwar nur ein Kratzer. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wieder einer weniger. Wieder einer weniger, auf jeden Fall. Nice, 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 nice. Sind jetzt hier noch in jeder Tür welche versteckt? Alter. Speichern mal kurz. Könnte auch so ein Gefängnis hier unten sein, dass das alles Gefängnisse sind. Ob wir echt so vorhaben, so viele
festzunehmen? Tagebuchauszug. Das lesen wir uns doch mal durch. Oh, lol, ist der lang. Notiz des Schreibers. Verhör von Seljin, Tag 3, 8. Juni. Okay, Inquisitor, also gut. Gehen wir erst nochmal durch. Gestern, sagst du, die Gruft sei in Bakada. Einige meiner Männer sind von Golems getötet worden, als sie an dem Platz gesucht haben, den du angegeben hast. Ich dachte, wir hätten uns endlich darauf geeinigt, zusammenzuarbeiten, aber jetzt merke ich, dass du mich angelogen hast. Selge, nein, hab nicht gelogen. Grenzen haben sich geändert. Inquisitor, pach. Letztes Jahr sind die Grenzen geändert worden. Legt die Instrumente an. Inquisitor, in Ordnung, heilt ihn und weckt ihn auf. Pause. Ich bin dein Freund. Ich kann den Schmerz beenden. Sag mir, wo die Gruft des Meisters ist. Legend, Erita, südliches Erita. Ah, okay. Vielleicht müssen wir da hin. Inquisitor, hört sich schon besser an. Legt die Instrumente aber ruhig noch einmal an, nur um sicher zu gehen. Pause. Okay. Heilt ihn und weckt ihn wieder auf. Ich bin dein Freund. Ich kann den Schmerz beenden. Sag mir die Wahrheit. Wo ist die Gruft des Meisters, Tel'jin? Ich hab's doch schon gesagt. Oh, bitte nicht. Südlich, Erita. Inquisitor? Okay, gut. Das war's, Jungs. Bringt den Gefangenen zurück in seine Zelle und dann müssen wir los. Ist für die zweite Mönchbeförderung. Aha, Dark Side. Achso, dunkle Seite. Ja, können wir dann ja eh nicht machen. Wir haben uns ja schon der hellen Seite angeschlossen. Oha, da ist irgendwas. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, war das schon alles? Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Okay. Wem soll das denn nützen? Rumsäbel. Skeletthaufen. Kommen wir da hinten auch wieder raus? Ja. Nö, hier ist nichts weiter. Ist hier noch was drin? Auch nicht. Guck mal, der Pfeil, wie lange der in der Luft war. Ist aber auch groß jetzt mittlerweile hier schon. Und da kommt der langsame Pfeil an. Können wir noch eine Folterkammer draus machen. Sehr geil. Keine Ahnung. Ganz nett, aber unnütz. Wem soll das denn nützen? So eine Streckbank, ne? Das scheint hier mal eine Folterkammer zu sein. Oh, das weiß ich auch, was das ist. Das finde ich mit am fiesesten von den Foltermethoden. Das haben wir ja schon. Dann ging es da. Ging es nicht hier raus? Da ging es raus. Sieht man auch gar nichts, wenn man da so schnell hochgeht. Wir müssen die andere Seite noch komplett leer machen, oder hatten wir das schon gemacht? Hatten wir schon gemacht, ne? Können wir denn hier noch irgendwie Fallentüren öffnen? Hier Türen öffnen oder so? Nee, ne? Ist hier auch nochmal so einen unterirdischen Folterkammer und Gefängnis gibt? Wahrscheinlich nicht. Nö, okay. Da haben wir doch jetzt eigentlich alle wieder vertrieben. Müssten die da draußen wieder gut drauf sein, die Jungs. Schlossaufbau. Meine Herren, Schlossharmonie erwartet euch. Jo, alles Klärchen.
So, Jungs, ist alles wieder gut. Ich habe es geregelt. Meisterschütze. Das wollen wir auf jeden Fall werden. Vor wenigen Generationen wurde von den Alchemisten im Tulranischen Forest ein verzauberter Bogen gefertigt, um einen Friedensvertrag zwischen den Elfen und den Menschen zu schließen. Und dafür fertigt ihr eine Waffe an. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber okay. Während seiner Reise nach Eretha wurde der Bogen den Kurieren in Evely von Titan entrissen. Oh, die Titan schaffe ich ja niemals, wenn ich gegen die kämpfen muss. Sie haben dafür aber gar keine Verwendung. Deswegen liegt er wahrscheinlich immer noch in ihrer Festung. Tut unserem Stand einen großen Gefallen und bringt diesen Bogen zurück. Der Bogen ist in seiner Kunstfertigkeit und Wirkung wirklich immer bei weitem unerreicht geblieben. Oh, und wenn ihr schon dabei seid, tut euch keinen Zwang an und zeigt ein paar dieser Angeber, was eine Hake ist. Sie stahlen ihn schließlich aus Bosheit, nicht aus Bedarf. Falls ihr euer Ziel erreicht, werde ich euch zu Meisterschützen ernennen oder zu meisterlichen Schützen, je nachdem. Ja, die Titan schaffe ich ja nicht. Habe ich niemals den. Müssen wir aber noch den Feuermeister da finden. Mönchausbildung haben wir ja gemacht. Der ist doch bestimmt nicht hier einfach unten in den Dingern drin. Der ist doch bestimmt in einem anderen Dorfabschnitt. Erdmagie-Experte. Nö, da ist er nicht. Die Entscheidung. Aha. Mitglied der Erdmagie. Holz zum Verkaufen. Nö. Meister. Ich sehe, ihr wollt eure Reise fortsetzen. Ausgezeichnet. Habt keine Angst. Ihr seid auf euren nächsten Schritt gut vorbereitet. Nun müsst ihr die Überreste eines bösen Ordens auslöschen. Des Ordens von Bar. Oha, den kennen wir noch aus dem sechsten Teil. Besiegt ihren hohen Priester und kehrt zu mir zurück. Dann werde ich eure Ausbildung vollenden und euch zu Meistern ernennen. Oha. Nichtsdestotrotz müssen wir ja noch den Feuermeister hier finden. Monsterkunde, Großmeister, Sechster Sinn-Experte. Nö, dann ist es doch in der anderen Stadt, denke ich mal. Hier wieder hoch. Hüpf. Jo. Zum Tempo wieder reinnehmen. Da haben wir geguckt. Könnten wir schauen, was das Kopfgeld dieses Monats sagt, was wir umlegen müssen. Aha. Na gut. Schurkenkern, wenn ihr eine erlegt könnt, kommt Ende des Monats wieder und ihr erhaltet eine Belohnung von 800 Goldstücken. Neben dem Stall. Neben den Stall, da ist neben dem Stall. Ausweichenexperte, Kampfkunstexperte. Ach, da ist der Ausweichexperte, den können wir ja noch nicht. Dann ist er bestimmt hier drin. Feuermagiemeister, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Damit kannst du doch jetzt auch. Jetzt bist du ja nur Meister. Da bist du Meister. Stimmt, wir suchen doch noch für ihn den Waffenmeister-Experten. Erkennexperte, Virenexperte. Ist der vielleicht auch hier in der Stadt?
glaube aber, dass der hier nicht war. Aber ein Erita oder so könnte der gewesen sein. Die Entscheidung. Willkommen in der Körpergilde. Ich denke einfach, dass hier nicht so die Zauber sein werden, die wir brauchen noch. Nö. Willkommen Fliegen suchen wir halt auch immer noch, ne? Sprung, ne. Bringt uns halt auch einfach noch nichts. Ich suche noch den Waffenmeister, ob der hier auch ist. Also den Experten davon. Und sonst haben wir alles, ne? Bogen, ja. Ist auch alles gut. Meditation auch noch gut. Hier Meditationsmeister wäre auch noch ganz nett, wenn wir den finden. Das können wir aber mal im Buch nachschauen. Das müsste ja in den Notizen irgendwo stehen. Meister im Stab, Meister im Dolch, Großmeister Dolch. Meister der Axt. Brauchen wir noch nicht. Großmeister auch nicht, Speer auch nicht. Speer. Meister am Bogen. Meister im Streitkolben. Der Lederrüstung. Plattenrüstung. Hier liegt auch der Großmeister der Feuermagie. Okay. War, glaube ich, war der auch da im Gebäude? Hm. Meisterin der Erdmagie lebt. Freunde, brauchen wir nicht. Erdmagie. Seelenmagie. Großmeister der Seelenmagie. Nein. Körpermagie erkennen. Großmeister reparieren. Ausweichen haben wir nicht, Kampfkunst auch nicht, Monsterkunde. Oh, brauchen wir ja nicht, Stil auch nicht, Alchemie auch nicht. Hä? Hab's jetzt nicht gesehen? Ach. Meditation. Ich hab Meditationsmeister, habe ich jetzt nicht. Oder habe ich das, hab ich zu schnell gelesen? Hab nicht mal schnell gelesen. Meditation. War hier doch nicht, oder? Nee. Nö. Vielleicht habe ich es noch nicht erfahren, wo der ist. Willkommen in der Gilde der Seele. Okay. Können wir mal kurz so nachschauen. Müssen wir denn noch irgendwas? Machen wir nebenbei noch die Word-Datei auf. Ich würde Ihnen dann noch den letzten im Bogen geben, dann können wir den auch einen hoch machen. Ist auch nicht verkehrt. So. Ah, den Kettenmeister. Den brauchen wir auf jeden Fall. Kettenmeister, wo der ist. Entschärfen können wir noch nicht. Sechster Sinnmeister haben wir ja schon.
Luftmagie, das können wir auch noch nicht. Speerexperte sind wir schon, alles klar. Hier ist gut. Meditationsexperte sind wir, Kenningsmeister sind wir, Chemiemeister sind wir. Das haben wir auch, beides Bogen. Können wir nochmal mit aufschreiben. Weiß ich auch nicht mehr, wo der war, aber kann, der müsste ja in mehreren Städten sein. Ich glaube, ein Forest war einer. Kette haben wir auf Experte. Bogen haben wir. Müssen wir nur Meditation. Meditation Meister. Alles klar. Axt haben wir Meister. Bogen haben wir Experte. Da wäre natürlich auch jetzt noch ein. Ah, können wir ja gar nicht Meister werden. Schwertmeister. Plattenmeister. Schild. Okay. Waffenmeister. Waffenmeister. Experte. Und sonst sind wir dann auch wieder ganz gut davor. Kurz mal nachschauen. Wo war das? Ausbildung. Waffenmeister. Monsterkern stehlen, Waffenmeister hier. Und da Experte können wir in Deja und Tatalia. Ha. Deja und Tatalia. Meditation. Müsste auch hier von was sein. Da Meister in Barkada, da müssen wir ja eh hin. Das passt ganz gut. Barkada Desert. Magier muss noch den Bogen ein hoch machen. Bogen. Forest und Desert. Okay, das passt ja auch. Desert und Forest. Und dann müssen wir noch Kettenmeister werden mit unseren Bogentypen. Und dann kann da auch recht viel aushalten, denke ich mal. Kette, da Meister Avley. Avley, so. So machen wir das. Questtechnisch müssen wir was machen? Geht in den Tempel von Bar in Avley und tötet den Hohenpriester von Bar. Aha. Wird das schon schaffen? Den Tempel von Bar? Der wird doch bestimmt zu schwer sein. Der ist doch locker zu schwer. Holt den perfekten Bogen. Oh, da habe ich auch aus der Titanenfestung in Avley und bringt ihn zu Lafrenz Mark in Harmondale. Glaube ich nicht, dass wir das schon schaffen. Findet die Gebiete des Zwergenkönigs in den Tunnel zwischen Steinstadt und Neitern. Wie gesagt, ich würde auch Zelles gehen, die Quest holen und machen. Ja. Ich glaube ja auch, dass ich das machen werde. Findet die Gebiete, das könnten wir noch abgeben, meine ich. Das haben wir doch. Das haben wir. Und dann noch zu Forest zurück, okay. Geht in den großen Teleporter, das ist das. Findet im Labyrinth, findet die Steinstatuen. Ist auch im Labyrinth. Und dann kommt nur noch die... Ja komm, dann gehen wir nach... Gehen wir jetzt zum Teleporter vor, bilden wir uns aber nochmal komplett aus.
Es wird auch wieder eine lange Reise. Wenn startechnisch sind wir da gut. Müssen wir da noch verkaufen? Ganz nett, aber unnütz. Keine Ahnung. Ach, ich kann auch nicht alles. Das sind ihre Schuhe, die behält sie. Behält sie auch alles. Verkaufen. Hast du die Ritterbeförderung schon abgeholt? Die ist in Bacala. Nee, hab ich noch nicht. Die hab ich noch nicht. Ist dann ja auch schon die zweite Beförderung für ihn hier. Ist auch schon mal gut. Wem soll das denn? Ganz nett, aber unnütz. Kriegst du alles zu verkaufen? Kenn ich nicht. Wem soll das denn nützen? Auch verkaufen. Das ist eine Spruchrolle. Das ist nur irgendwelche Schriftdinge. Kaufen zu ihr. So. Ganz nett, aber unnütz. Toll, was soll ich denn damit? So, den Rest verkaufen wir. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. Guten Tag. Danke, bis dann. Bis dann, Ski. Kann ich euch helfen? So, ist doch gut. Jetzt haben wir das Inventar wieder leer. Auf Wiedersehen. Machen hier mal einen größeren Speicher. Hallo, ihr wollt reisen? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo und wie wir irgendwo hingehen. Also in Forest müssten wir Bogen lernen. Bogen können wir aber auch in Desert lernen. Also in Bacala. Müssen wir eh hin. Also würde ich sagen, nach Forest müssen wir eigentlich nicht. Kettenmeister wäre mir noch wichtig. Dann müssen wir nach Evely. Waffenmeister, Experte in Deja oder Tartaria. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal einen Tag warten. Oder? Boah, das mit dem Reisen ist auch so nervig. Ich glaube, von Forest kamen wir doch gut nach Tartaria oder in diese Elfenstadt. Ich glaube schon. Uns ja hier mal so einen Plan angucken. Reisen. Wir sind jetzt in Harmondale. Von Forest könnten wir, da können wir auch den Bogen mitnehmen, ist klar. Forest könnten wir nach Evely auf jeden Fall hin. Und noch Deja. War Deja nicht mal eine Wüste? Ist nicht immer Wüste? Wenn wir jetzt aber mal Harmondale nach, können wir ja nur nach Erita. Von Erita können wir nach Tartaria, nach Deja und nach Evely. Dann würde ich sagen, machen wir Erita. Und dann gucken wir, wo wir da als erstes hinkommen. Ja, das machen wir so. Wir werden schon irgendwann ankommen, denke ich. Hallo, ihr wollt reisen? Es ja. Es geht sofort. So, wo kommen wir denn heute hin? Kommt einen anderen Tag wieder. Erita, von Erita kommt man auch eigentlich gefühlt überall hin, ne? Ahoi, wie kommt man das ist natürlich genau das, wo wir nicht hin müssen. Ja, und wir müssen noch nach
Evelyn müssen wir auf jeden Fall hin. Nee. Nach. Wo müssen wir denn? Wo die perfekten Bogen findet? In Bayer. Und dann müssen wir nach Forest. Wir müssen eh nach Forest. Hätten wir nach Forest gekonnt, ne? So, wo kommen wir denn hier hin? Nach Tartaglia. Nach Tartaglia müssen wir auf jeden Fall hin. In Avonmore ist die Priester-Promo, aber dazu musst du die Quest erst annehmen, glaube ich. Okay, dann machen wir das lieber. Jetzt keinen Bock da aus, unnötig hin. Wir könnten natürlich auch vorab speichern, ne? Nee, dauert ja viel zu lange. Nee, das machen wir noch nicht. Nach Tartaglia gehen wir jetzt schön in Ruhe und holen uns da. Holen wir uns den Waffenmeister. Ich werde jetzt hier bestimmt nicht den schlauesten Weg gehen, aber irgendwie muss man ja mal einen Weg gehen. Den Auftrag habe ich noch nicht genommen. Wie ihr vielleicht schon erraten habt, sammle ich hochwertige Kunstgegenstände. Momentan bin ich auf der Suche nach einer Gemäldeserie. Eines von König Roland, eines von seinem Bruder Archibald und eines von der Engelstatue im Hofgarten von Schloss Ironfist. Diese Serie ist von unschätzbarem Wert und ich als Sammler bin gewillt, dafür sehr gut zu bezahlen. Wenn ihr den kompletten Satz Gemälde zusammentragen und sie mir bringen könnt, werde ich euch ganz sicher großzügig für euch vor eurer Anschaffung entlohnen. Ein Gemälde haben wir doch schon. Ja. Und wir sind auch schön ohne Nahrung losspaziert. Es läuft. Nur herein. Proviant und das. Euren Aufenthalt. So, hier suchen wir den Waffenmeister. War der nicht irgendwie hier unten am Wasser? Geistermagie, Großmeister? Nee, das wollen wir, glaube ich, nie werden eigentlich. Zu Diensten. Hier ist die Bank. Luftmagie-Experte. Speerexperte. Bist du ja schon. Ja. Bist ja schon fast sogar auf Meisterlevel. Waffenmeister, Experte, perfekt. Mehr wollten wir jedoch nicht. Haben wir jetzt Bock, die Gemälde zu holen, alle? Er ist wahrscheinlich in Dungeons, wo wir eh nach und nach rein müssen. So. Kommt man hier auch noch woanders hin, außer wieder zurück? Kommt man in der... Warum seid ihr denn jetzt schon wieder hier? Ist zwar nur ein Kratzer. Soll mich das gut, da kommt man nirgendwo hin. Nur ein Kratzer. Die Rüstung nehmen wir natürlich nur mit. Aber unnütz. Sind wir wieder hier? Hätten auch mal nach dem Boot. Ah, scheiße, wir hätten doch nach dem Boot gucken können, wo uns das entbringt. Kein Bock, die nochmal alle wegzumachen. Haben wir doch. Haben wir nicht gestern erst auch weggemacht oder vorgestern? In einigen Städten ist die Response-Zeit auch geringer, habe ich den Eindruck. Erstmal reiten, gucken, wo wir da hinkommen. Ihr wollt reisen. Auch da wieder hin. Ahoi! Willkommen an Bord! Warum bringt ihr das denn beide jetzt in den gleichen Ort? Bringt ihr auch nochmal woanders hin? Bringt noch mit dem Schiff an bestimmten Tagen nach Evely, da müssen wir ja auf jeden Fall hin.
am Freitag. Und wir haben bestimmt jetzt Donnerstag, oder? Samstag.